Herr Schiebebein, brauchen mal wieder Eier. Hallo. Ja, hier beim Bauern Schiebebein gibt's immer die frischesten Eier, weit und breit. Aber, wo ist er? Na, vielleicht im Schuppen. Herr Schiefelbein! Herr Schiefelbein! Ach nee. Du hier? Ja, hast du denn vielleicht hier schon ein Ei gelegt? Dann hätte ich doch schon mal eins, ne? Wo hast du es denn? Wo ist denn das Nest? Ach nee. Was ist das denn? Das ist eine Schönheit. Mindestens Baujahr. Also. Baujahr 65. Ha, Herr Schiefelbein, ist das Ihre? Ja. Ach, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die alte Dame. Ja. Ach, hab ich schon beinahe vergessen. Aha. Ah, da ist ja noch Chrom auf dem Auspuff. Ja, scheint noch alles dran zu sein. Mhm. Ja, damit habe ich damals die Ursula immer von der Tanzschule abgeholt. Tja, und nun ist sie meine Frau. Und als wir dann später das erste Auto hatten, da ist sie dann hier gelandet. Das gute Stück. Ach, das könnte mir gefallen, sowas. Brumm, brumm, brumm. Tja, da musst du sie aber erst mal zum Laufen bringen. Ist kein Benzin drin. Der Vergaser, der ist auch verstopft. Oh ja. Und dann die Kugellager. Ja. Weißt du was? Nee, was? Ich schenk sie dir. Was? Mir? Das Moped? Ja. Ja, ja, ja. Du wirst es schon wieder zum Laufen kriegen. Danke. Ja, schade, wenn sie hier verrostet. Ja, klar, klar. Das ist mein erstes Motorrad. Und ich verspreche Ihnen, das wird wieder wie neu. Aber wo tritt man das denn nun an? Hier. Gar nicht. Erst treten wie beim Fahrrad. Und dann reparieren. Und dann. Brumm, 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 brumm. Brumm, 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 brumm. Brumm, brumm, brumm. Ja. Und die Eier. Und dein Fahrrad. Ach, das Fahrrad können Sie behalten. Ich bin ja jetzt motorisiert. Naja, noch muss ich strampeln, aber ab morgen läuft der Motor und dann. Brumm, brumm. Will ich mich auf krummen Wegen oder auch auf glatten Straßen schnell von hier nach da bewegen und dabei mal richtig rasen, brauche ich früher oder später statt der Füße ein paar Räder. Zwei sind genug, da falle ich nicht um und ich brauche auch kein Blech drumherum. Auf einem Fahrrad schwebe ich ganz leicht durch die Luft. Und ich spüre den Wind und den Blumenduft. Das Rad wird zum Pferd, ich halte die Zügel. Oder zum Adler, dann kriege ich Flügel und sause geschwind durch den warmen Wind. Nur fliegen ist schöner. Dann saus ich geschwind durch den warmen Wind, nur fliegen ist schöner. Komisch, nicht? Eigentlich kann doch ein Fahrrad oder ein Motorrad überhaupt nicht funktionieren. Diese zweirädrigen Dinger, die müssten doch eigentlich dauernd umfallen. Ja. Ein Auto mit vier Rädern oder mit dreien, meinetwegen, steht fest auf dem Boden. Ja, aber sowas hier, wenn man es nicht anlehnt, fällt es um. Warum fällt es beim Fahren nicht um? Nicht? Solange man fährt, bleibt man senkrecht. Ja, ich glaube, das hat was zu tun
mit der Kreiselwirkung. Ja, ich baue jetzt mal hier das Vorderrad aus. So. Und jetzt drehe ich. So. Ja, und jetzt kann ich es kaum schief stellen. Das will einfach nicht kippen. Ja, wie ein Kreisel. Der will ja auch immer senkrecht bleiben, nicht? Wie ein Kreisel oder ja, wie ein Gyroskop. Das kennt ihr ja vielleicht hier. Sowas, nicht? Ist eigentlich ein Spielzeug. Und jetzt nehmen wir mal an, dass dieses Ding mein Vorderrad wäre. Stelle ich hin und es fällt um, klar. Aber wenn es sich jetzt dreht, schnell dreht. So, jetzt dreht sich das hier rasend schnell. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ja. Ja, sehr schön. Das war es also, nicht? Ab einer bestimmten Geschwindigkeit funktionieren die Räder wie Kreisel. Kreisel wollen immer ihre Lage beibehalten, die bleiben senkrecht. Das haben wir rausgekriegt. Aber da gibt es noch was Seltsames beim Motorradfahren. Warum stellen sich die Motorradfahrer in der Kurve immer so schräge? Nee, die legen sich ja richtig in die Kurve. Die Rennfahrer sogar so weit, dass sie mit ihren Kniescheiben auf dem Asphalt langschraben. Muss man das? Und wenn ja, warum? Tja, Motorradfahren ist eine Sache des Gleichgewichts. Da zerren nämlich verschiedene Kräfte am Fahrer. Beim Geradeausfahren ist es aber nur die Schwerkraft. Die zieht ihn senkrecht nach unten, klar. Aber direkt unter ihm sind ja die Räder und die Straße. Und die drückt von unten sozusagen dagegen. Alles ist im Gleichgewicht. Jetzt aber kommt eine Linkskurve. Was ist da passiert? Tja, in der Kurve ist eine zweite Kraft dazugekommen. Die Fliehkraft. Die zieht den Fahrer nach außen. Die Schwerkraft ist aber auch noch da und zieht ihn nach unten. Und beide zusammen schieben nun den Ärmsten schräg nach unten in den Graben. So geht's doch nicht, da muss man doch was tun. Kann man auch. Man kann es so machen wie die Fahrer in einem Kettenkarussell. Wenn es steht, hängen die Leute wegen der Schwerkraft senkrecht nach unten. Oben ist ein Haken, der dagegen hält. Alles ist in Ordnung. Jetzt aber geht's rund. Da kommt auch wieder die Fliehkraft ins Spiel. Genau wie beim Motorrad. Der Karussellfahrer wird auch wieder nach außen gedrückt. Jetzt aber, er kann gar nicht anders, stellt er sich schräge. Und zwar so, dass alle Kräfte sich ausgleichen. Unten zieht die Schwerkraft und die Fliehkraft. Und oben, genau entgegengesetzt, zieht der Haken. Alles ist im Gleichgewicht. Dann kann es der Motorradfahrer doch genauso machen. Sich schräg stellen. Kommt er in die Kurve, legt er sich sozusagen in sie rein. Jetzt ziehen ihn die Kräfte genau dahin, wo sein Rad den Boden berührt. Er hat zwar oben keinen Haken, aber unten das Pflaster. Das hält von unten dagegen. Und alles ist wieder im Gleichgewicht. Ja? Ja? Ist ja ein totschickes Fahrrad, das Sie da haben, Herr Lustig. Fahrrad? Und so schnell. Das ist ein Motorrad, Herr Paschulke. 50 Kubik mindestens. Nur nicht so ganz in Ordnung. Ach, Motorrad? Habe ich ja glatt übersehen. Das ist ja eine Wahnsinnsmaschine, Ihre Feuerkiste. Jawohl, werden Sie ja sehen. Morgen. Ich trete im Augenblick nur provisorisch vorübergehend. Na, was ist es denn nun? Fahrrad oder Motorrad? Na, ist auch egal. Ich würde mich jedenfalls nie auf so ein wackeliges Knatterding setzen. Viel zu unbequem und zu gefährlich. Vier Räder braucht der Mensch und ein Dach über den Kopf. Das Motorrad ist eine Fehlentwicklung, Herr Lustig. Ein Auto ist das einzig Wahre. Blödsinn. Außerdem, das erste Auto war ein Motorrad. Und so sah es aus. Es war das erste Vehikel, das sich selbst bewegen konnte. Und Selbstbewege heißt auf Lateinisch Automobil. Der Erfinder, Gottlieb Daimler, das ist er hier, nannte das Ding Reitwagen. Das Wort Motorrad war noch gar nicht erfunden. Das hier aber war schon eins. Und eigentlich hat sich daran bis heute nicht viel verändert. Der Motor hängt frei in einem Rahmen. Hinterradantrieb, Luftfilter, Vergaser und Sattel, alles dran. Und mindestens 15 Stundenkilometer, da brauchte man noch keinen Helm. Erst viel später gab es echte Motorräder. Das hier ist eins der ersten. Mit einem Antrieb wie bei einer Dampflokomotive, aber bitte zwei Räder und ein Lenker. Auch simple Fahrräder wurden mit Motörchen aufgemotzt. Das hier nannte man Arschwärmer. Man wollte aber bald schneller sein und es bequemer haben. Und so wurde dann drauf los erfunden. Sowas zum Beispiel hier, ein Sesselroller.
nichts für Motorradfreaks. Die wollten stärkere Motoren. Sowas hier, mit ausgefeilten Ventilantrieben, mit liebevoll konstruierten Benzinhähnen und Magnetzündungen und Ölpumpen. Alles technische Wunderwerke. Solide gebaut. Was für eine Maschine. Leider nur ein Zylinder, aber das änderte sich schnell. Viel mehr Kraft kam hier aus 4 Zylindern. Und diese Kraft kam damals schon über eine Kardanwelle ans Hinterrad. Damit waren 100 Stundenkilometer drin. Ein Tacho gab's auch schon. Noch ein Kraftpaket mit 4 Zylinder-Reihenmotor und einem gewaltigen Auspuff. Andere machten es wieder anders und bauten Zylinder V-förmig in den Rahmen. Da kam die Luft gut an die Kühlrippen. Wenn es dann dem Motor noch immer zu heiß wurde, musste eine Wasserkühlung her. Hübsch verchromt war die damals auch der Auspuff. Ne? Na, egal, ob schwarz oder bunt, ob es ein Ein- oder Vierzylinder ist, oder ein Boxermotor, der wird ja immer noch gebaut, oder der bullige V-Motor einer Harley-Davidson, ob Blechrahmen mit Carbidlampe oder Holzgestell, ob Monsterbike oder Sportmücke, ob Roller oder Renner. All diese Modelle brachten eines, den Spaß am Motorradfahren. Der Motor läuft nicht. Was hat er bloß? Dabei habe ich ihn schon gänzlich auseinandergenommen. Aber es ist alles in Ordnung. Es ist Benzin im Tank. Das Benzin läuft hier in den Vergaser hinein. Und hier aus dem Vergaser raus kommt so ein Benzinluftnebel. Ja, der geht jetzt hier hinein in den Zylinder. Ich habe schon mal den Zylinderkopf abgeschraubt. Hier, das ist er. Der hat 3 Löcher. Das hier ist das Einlassventil, da kommt Benzin und Luft hinein und hier gehen die Auspuffgase raus. Und in der Mitte ist noch ein, noch ein Loch, da steckt die Zündkerze drin. Die sieht so aus, ja. Und die gibt jetzt im richtigen Moment einen Zündfunken. Das kann ich euch zeigen. Hier ist die Zündkerze und jetzt werde ich hier mal dran drehen. Hat gefunkt. Und wenn es jetzt funkt, da drin im Zylinder, was wird da passieren? Es wird explodieren. Deshalb heißt der ja auch Explosionsmotor. Nicht? Diese Explosion gibt Kraft und die Kraft, die will ja irgendwas bewegen. Das tut sie auch. Die bewegt den Kolben. Hier, da geht er runter. Ja, nochmal, weil es so schön war. Ja, na und der Kolben, der bewegt nun dieses Rad hier. Das Rad bewegt das Zahnrad. Das Zahnrad dreht an der Kette und die Kette dreht das Hinterrad. Ja, nur da dreht sich nichts. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, was macht man in einem solchen Fall? Man holt sich Rat bei den Bärstädter Motorradwerken. Die bauen fabelhafte Motorräder und die müssten doch Bescheid wissen. Was eine schöne Maschine. Ach, da drüben wird sie zusammengebaut. Ja, das ist der Motor, ein Boxermotor. Und wo ist der Rahmen? Ach so, den gibt's hier gar nicht mehr. Der Motor selbst hält alles zusammen. Ja, die Arbeiter hier müssen sich überhaupt nicht mehr bücken. Die Motoren hängen an kleinen Seilbahnen von der Decke und fahren dann durch die Halle. Und immer mehr wird angebaut. Da die Hinterradschwinge. Jetzt kommt die Kardanwelle. Ja, passt. Auch das Werkzeug hängt an der Decke. Immer in Augenhöhe, sehr praktisch. Sieht schon nach mir aus jetzt, der Motor. Aha. Der Lenker und die Armaturen. Schon fertig vormontiert.
Ja, da kommt die Gabel vorne mit dem Vorderrad. Langsam ahnt man, was daraus wird. Und immer schwebt das richtige Werkzeug in der Nähe. Sowas bräuchte ich auch beim Basteln. Ja, ohne Zweifel schon ein Motorrad. Naja, ein Motorradgerippe. Da sieht man mal, wie viele Teile zu einem modernen Motorrad gehören. Und da kommen ja noch viel mehr. Da jetzt der Auspuffkrümmer und das Hinterrad. Ja, schön festschrauben. Jetzt kommt der Tank. Na ja, dann ist es doch schon fast komplett, das Motorrad. Dann könnte es doch schon mal... Ah ja, der Motor läuft schon. Zum ersten Mal in seinem Leben. Und wird eingestellt. Vergaser und so. Ja, läuft schön rund. Was macht der denn da? Motorraddieb? Setzt sich einfach auf eine Maschine und... Ach so, ah, der testet das. Ja, und weil er das nicht draußen machen kann, gibt es solche Rollenprüfstände. Da wird Fahrtwind reingeblasen und die Räder laufen auf eisernen Walzen. Genauso schnell wie später auf der Autobahn. Ja, gib Gas, Junge. Dritter Gang, vierter Gang, 137, 140, 149 Stundenkilometer. Und jetzt bremsen. Ja, ja, gut, alles in Ordnung. Sagen Sie mal, Sie kennen sich doch hier aus. Ich hätte da mal eine Frage. Ich habe auch ein Motorrad, ein bisschen kleiner als das hier. Und das will einfach nicht anspringen. Woran kann das liegen? Na, Benzin ist aber drin. Ja, natürlich. Super sogar. Und hoppla, die Zündung ist auch ganz einwandfrei. Also, ich habe wunderbare Funken. Tja. Funken ist auch da. Ja. Wie sieht's denn aus mit der Luft? Oh, Luft? Fabelhaft. Fahrtwind gekühlt, nicht? Also, Luft kommt ran. Luft kommt ran. Die soll nicht ran, die soll rein. Rein in den Motor. Zur Verbrennung vom Benzin. Braucht man so. Luft? Natürlich, der braucht Luft. Und wo kommt denn die hier bei Ihnen rein? Hier ist das so, die wird hier angesaugt. Hier ist der Luftfilter hier unter, den kann man im Moment nicht sehen. Dann kommt sie gereinigt durch diesen Schlauch und später in den Motor. Ah ja, und wenn jetzt Dreck im Filter ist, dann kriegt der Motor keine Luft mehr. Ganz genau, und dann passiert halt nichts. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Ich glaube, das war's. Bitte. Ach, da ist wieder eine fertig. Vielleicht kaufe ich mir später auch so eine. Aber erstmal zurück zu meiner kleinen roten. Das war's. Denn drei Dinge braucht der Motor. Er braucht einen Zündfunken, Benzin und Luft. Ja, Luft, denn ohne Luft brennt nichts. Ohne Luft kann auch nichts explodieren. Und deshalb ist für die Luft zuständig beim Motorrad der Vergaser. Der Vergaser, ja, der funktioniert eigentlich wie ein Parfümzerstäuber. Ja, wie sowas hier. Feine Damen drücken hinten auf das Gummibällchen. Da unten ist Parfüm drin und hier kommt dann so ein Parfümnebel. Parfümnebel. Der Vergaser, der macht es anders, also eher umgekehrt. Ja, der hat kein Gummibällchen, sondern die Luft kommt hier hinten rein durch den Filter. Unten hier ist jetzt Benzin drin und der Zylinder hier, der kriegt einen Benzinnebel in den Hals und ist glücklich. Er war aber nicht glücklich, denn der Luftfilter war verstopft, total verdreckt. Na, ich habe ihn sauber gemacht, alles wieder zusammengesetzt und jetzt wollen wir mal sehen. Also, Er läuft. Wieder zum Leben erweckt nach all den Jahren. So, jetzt aufgepasst, Bärstadt, ich komme. Ja, hier kommt der schnellste Biker Bärstadt. Hier glüht der Auspuff. Ja. Oh. Ja, so ist es doch viel schöner, viel bequemer. Wenn das Fahrrad außer Rädern auch noch einen Motor hat und zwei Bremsen und einen Auspuff, wird daraus ein Motorrad. Das braucht wenig Benzin, der Tank ist klein und die Luft bleibt ziemlich rein. Und Platz gibt's genug. Ein Motorrad ist schmal. Einen Parkplatz suchen ist gar keine Qual.
Und wenn andere schwitzen in heißem Blech, dann gebe ich nur Gas und schon bin ich weg. Denn mein Rad ist ein Pferd, ich halte die Zügel. Oder ein Adler, dann kriege ich Flügel und sause geschwind durch den warmen Wind. Nur fliegen ist schöner. Ja, dann saus ich geschwind durch den warmen Wind. Nur fliegen ist schöner. Brumm, brumm. Ach, Herr Löschig, ja. Sagen Sie mal, ist es eigentlich schwer, so ein Ding zu fahren? Nö, überhaupt nicht. Und man fällt nicht andauernd um? Warum sollte man? Sie sollten das auch mal probieren. Sie haben ja recht. Diese ewige Parkplatzsucherei. Und heiß ist es in so einer Blechkiste. Da wäre so ein Motorrad gar nicht schlecht. Aber was macht man, wenn es regnet? Da stellt man sich unter. Oder man nimmt einen Bus. Ja, eigentlich hatte ich schon an was Schwereres gedacht. So. Mindestens ein Zweizylinder. Na prima. Kaufen Sie sich ein Motorrad, Herr Paschulke. Sie werden es nicht bereuen. Dann treffen wir uns nächsten Samstag auf der Spinnerbrücke. Spinnerbrücke? Ach, da wo die Lederfreaks rumhängen. Ah ja, ist ja gut. Mindestens 160. Ja, Wahnsinn. Was ist denn das für ein Zahn? Ich bin da verrückt. Das ist ja nicht zu fassen. Ganz normales Puppel. Na, es war mal ein Italiener? Ja, das ist eine Macchina Italiana. Ja. Bell, molto bella. Ja. Ein Geschenk für Sie. Ersatzteil. Oh. Kann ich mehr gebrauchen. Ja, eine Zündkerze. Da gibt es nicht mehr viele von. Bitte. Das ist ja schön. Ha, Herr Paschulke, gratuliere. Jetzt haben Sie ja den richtigen Untersatz. Man kann sich damit nur nicht so richtig in die Kurven legen. Herr Lustig, ich will mich auch nicht legen. Ich will sitzen. Auf drei Rädern. Unter freiem Himmel. Recht haben Sie. Fühl ich ja auch. Ah, ihr seid ja auch da. Ja, habt ihr nicht ein Fahrrad? Na, da siehst du. Dann baut euch doch auch so ein Regendach drüber. Nicht? Und dann raus an die frische Luft. Mach ich jetzt. Ja. Tschüss. Ciao.